freue mich, wieder einen internationalen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Mirai alias Intelligencia. Hallo. That's correct. Greetings again. Und auf meiner linken Seite begrüße ich Sascha alias Anti-Meta-Man. Ja. Da werde ich auch in 2 Jahren über den Namen noch stolpern. Sieh es mir nach. Sascha ist noch nicht geübt. Ich fange mal zu Rechten an mit Mirai. Mirai kommt ursprünglich aus London. You are from London and travel today from London to Bielefeld? That's correct, yeah, all the way from London. Okay. And you are invited from the organization crew here to stay and to promote some works from your work? Yeah, we're promoting our label, Earth Academy, in Germany. Okay. Actually, the first time to promote it over here. So, yeah. And one of our artists is this man over here, Anti-Matter Man, okay. And my band, Intelligencia, okay. Which you might know about, maybe. So, what's your impression from the circus here? What's my impression? Mm-hmm. Everyone's just as weird as me. Okay, also mir sagt, dass er natürlich glaubt, dass alle so verrückt sind wie er. Was ist dein Eindruck hier? Du bist auch zum ersten Mal hier am Circus jetzt in Bielefeld? Ja, es ist gut organisiert, gefällt die Atmosphäre, ist klasse, alle sind total relaxed und es macht einfach Spaß hier zu sein. Also viele nette Leute, viele interessante Leute, viel verschiedene Musik, also es ist echt toll. Jetzt seid ihr ja so typischerweise nicht so in dem Genre eigentlich zu Hause, was jetzt hier so gespielt wird. Ich denke mal, auch deine Produktionen sind ein bisschen düsterer vielleicht, kann man so in die Richtung sagen. Vielleicht magst du ein bisschen was von deiner Musik erzählen? Ja, es geht in die Richtung Industrial. Es sind im ersten Teil des Albums sehr viel rhythmuslastige Musik und auch viele Effekte drin. Da sind aber auch andere Tracks drauf, die wohl eher hierhin auch passen würden. Okay. Also Ambient-Tracks. Und ich mag ganz gern diese industrielle Atmosphäre, diese Science-Fiction-Atmosphäre, okay. Wenn man es so nennen will. Und das inspiriert mich immer wieder. Also wenn ich einen dunklen Tunnel sehe, der mit irgendwelchen wirren Lichtern ist, dann inspiriert mich das direkt für einen neuen Track. Okay. Geht so. Mirai, we spoke about the influence of his music and this is very influence of industrial and technic and science fiction. Yeah, sure. And I'm searching a little bit of your webpage and your things, what you will do and what you've done in the past. And what is if you look, the first thing that you are fitted with some technical things that you put on and some things like androids and roboting and those stuff? That's right. I built those myself. Yeah. Well, I used to live in Japan for 10 years, mm-hmm. so I worked for Yamaha, and so I built all this electronic gear for the body. So on stage, we could play music with our bodies and stuff. Do you think it's is this the typical thing of Intelligencia to be something of weird and take this gear? That's our job, to be space cadets. Okay. I mean, in England, I've been using an exoskeleton body device, yeah. Okay. Which you can make music with your body. Okay. Yeah, so we're kind of promoting futurism with electronic music. And are you influenced in the past or also as a children influenced from some sci-fi things like Star Trek, Star Wars or so? Since I was a baby, I was watching Gerry Anderson, you know, okay. Thunderbirds, yeah. And UFO, and then Doctor Who, and then Star Wars, and I was just complete sci-fi nut. From when I was 4 years old, I loved NASA, and uh-huh. Yeah, so... So, if I look around, you have many, many other guest musicians there playing with you together on the stage. Why do you do this, that you take more than 50 or 20 other musicians in your stories, in your project? Yeah, I never wanted to be a solo artist. I just didn't like it. I wanted, Intelligencia means an organization. Mm-hmm. So I wanted to find very progressive or strange artists to perform with me, for how long they can. So yeah. Whatever country I'm in. So if I'm in Japan, some strange artists play here. I'm in the Netherlands, you know, like that. Okay. So maybe we ask now Sascha, what he think about your works. Vielleicht, Sascha, kannst du uns ein bisschen die Eindrücke schildern, die du von Mirai bekommen hast und auch vielleicht uns erzählen, wie der Kontakt überhaupt zustande kam. Ja, zunächst mal zum Kontakt. Wir haben uns in Japan das erste Mal getroffen. Also über seine Webseite bin ich aufmerksam geworden und da zufällig, genau wie ich gerade in Japan war, haben wir uns dort verabredet und es war, das erste Treffen war wirklich, wir haben uns gefunden. Ja, das war so. So. The first meeting. Jetzt fange ich schon an, Englisch zu reden. Kein Problem. Es war einfach die gleiche Wellenlänge. Okay. Ich hatte ein Tape mit einigen Tracks von mir und
ja, da war ein spezieller Track drauf, das war's dann. Mhm. Dann sind wir so in den Kontakt gekommen und haben dann das erste gemeinsame Projekt danach gemacht, Worldwide Kind. Mhm. Und so ging die Arbeit fort. Und seine Musik selbst finde ich sehr, wirklich sehr schön und sehr melodiös. Und das ist eine Musikrichtung, die ich auch sehr mag, weil ich früher auch viel Jean-Michel Jarre gehört habe und auch noch tue. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt in der Lage wäre, diese Musik zu machen. Genauso wie Mirai vielleicht nicht in der Lage ist, die Musik zu machen, die ich mache. Also wir ergänzen uns aber dennoch ganz gut, auch was Ideen angeht. Und bist du denn auch als Gastmusiker mit ihm dann auch auf Stage, wenn er was macht? Ich war einmal auf Stage, ja. Einmal. Wir planen in Zukunft, das auch hier in Deutschland mehr zu tun. Okay. Sascha told me about that your music is very melodic and not typical only industrial or only rhythmic, then more melodic. Is it typical for you? I like every kind of electronic music, so I try to fit that in one album, or sometimes I go with one thing, but yeah, I don't like one type of, I like every kind, so I will have industrial, I'll do ambient, you know, I do synth pop, kind of mix it. And can you saying about some projects here in Germany or in the middle of Europe where you want to go and where you want to offer your music in a live form? Yeah, we want to do some down-tempo electronic lives over here, but also in industrial festivals, we're going to do both. So we want more German people to be interested in this kind of music, because I think it's their kind of thing. So, Für alle, die nicht so ganz genau wissen, wie sieht die Intelligenz hier aus, möchte ich hier nochmal sein neues Album halt auch nochmal hochhalten. Das ist sein letztes Album. Ja, wie man schon sieht, sehr technisch und da auch nochmal in groß. Ja, maybe so everybody can see it. There you go, music for motherships. Ja, okay. Und genau, und zum Zweiten wollte ich natürlich auch nochmal die CD von Sascha zeigen, nämlich die Manipulator. Manipulator. It's pronounced in both languages the same. You can also say it in German. Yeah, Manipulator. Manipulator. Ja. Und ich bin sicher, dass wenn ihr mal im Web, im Internet ein bisschen braust nach den beiden Sachen, werdet ihr MySpace-Seiten und andere Dinge finden, auf der man dann mal ein bisschen vertieft mal reinhören kann. Ja, okay. Nice to have you here on the show and on the circus. Vielen Dank für euren Besuch. Okay, you're the new clowns. Yeah. Okay, shall we make the magic number right now with the rabbit and the hat? You prefer? We will pull out an Android. Okay. Danke. Vielen Dank für den Besuch. Ja, yeah, thank you. Und ja, vielen Dank. Thank you a lot for being here. Live long and prosper. Yeah, live long and prosper.